Oh, wir sind schon auf Sendung. Hallo Nachbarn, ihr habt bestimmt aus der medialen Berichterstattung schon erfahren, dass es eine Razzia gegen die Reichsbürger gab. Damit würde ich euch nicht langweilen, das ist eigentlich fast alles gesagt. Aber es gab so ein paar Punkte, die ich sehr wichtig fand, die aber in den Medien nicht stattgefunden haben. Und darum soll es heute gehen. Viel Spaß dabei. I'm gonna get up in the morning. Also wer es nicht mitbekommen hatte, unter der Führung von Prinz Heinrich Reuß aus Thüringen sollte das Parlament gestürmt werden mit Waffengewalt. Dabei hätte man auch in Kauf genommen, dass Menschen sterben. Dieser Prinz Heinrich Reuß aus Thüringen, der sollte dann als König eingesetzt werden. Nun habe ich mich natürlich gefragt, was sagt denn eigentlich Peter Fitzek dazu? Weil Peter Fitzek ist ja schon vor einigen Jahren zum König gekrönt worden. Das ist aber ganz schön viel Eskalationspotenzial, oder? Ja, der ist wirklich gekrönt worden. Ist so. Ist so. Wir dürfen auch nicht vergessen, die AfD, Querdenker und Reichsbürger haben zusammen auf den Querdenker-Corona-Demos zusammen Seite an Seite demonstriert. Und alle drei Personengruppen haben auch zusammen versucht, den Reichstag zu stürmen. Schließlich waren überall auch die Flaggen von Reichsbürgern zu sehen. Und darüber hinaus haben Querdenker ja darüber berichtet. Sie waren also auch dabei. Und es hieß immer Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Aber sag mal, die werden das doch nicht mit der ich keine Diktatur nur gesagt haben, um Otto Normalbürger zu mobilisieren und die zu radikalisieren, damit man größer wirkt und gemeinsame Sache macht? Doch! Aber jetzt wird es im Internet kleingeredet. Jetzt wird kleingeredet, dass diese Reichsbürger ja überhaupt nichts Schlimmes wirklich vorhatten. Und selbst wenn, die hätten sowieso nicht viel ausrichten können. Ja, aber lass uns doch mal über den Grundsatz sprechen. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Diktatur, nein. Monarchie, ja. Weil es wird ja von vielen Personen unterstützt, aus Querdenker-Szene, aus Reichsbürger-Szene sowieso, aber auch von AfD-Mitgliedern und teilweise sogar von AfD-Abgeordneten zumindest mal kleingeredet. An dieser Stelle mal ganz kurz an alle Bürger, die der Meinung sind, dass die AfD eine Alternative ist, oder an diejenigen, die glauben, man könnte aus Protest die AfD wählen. Dazu Gegenfrage, sind katholische Priester gute Babysitter? Und dass die AfD darin involviert ist, sehen wir ja alleine schon aufgrund der Tatsache, dass die Abgeordnete Malsack-Winkelmann darin involviert ist. Und die kennt ihr übrigens alle. Ja, die kennt ihr wirklich. Die Malsack-Winkelmann sollte ja nach dem Umsturz, also nachdem man das Parlament eingenommen hat und die Regierung übernommen hat in diesem Land, sollte Malsack-Winkelmann als Justizministerin dienen. Und bis vor kurzem war die halt eben noch AfD-Abgeordnete. Und ihr kennt sie. Ja, ich zeig euch von wo. Sie war nämlich diejenige, die damals die ganzen Gäste, in Anführungsstrichen, in das Parlament gelassen hat. Und sie war auch diejenige, die vor dem Fahrstuhl Peter Altmaier bedrängt hat. So kommt die Verbindung zustande. Querdenker, AfD und Reichsbürger, das alles ein Sumpf. Wir haben nur integre Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen. Und die AfD hat noch andere Gemeinsamkeiten mit Reichsbürgern. Also Gauland und der Prinz Heinrich Reuß, die haben zumindest mal denselben Herrenausstatter. So viel dürfte klar sein. Aber beide wollen vor allen Dingen Menschen und insbesondere Regierungsangehörige jagen. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Also Mordpläne an Lauterbach, Entführungsszenarien, Sturm des Reichstages. Die Verbreitung von Angst und Hass und Todeslisten im Internet, das wird allesamt von AfD-Mitgliedern, von Querdenkern und von Reichsbürgern gleichermaßen gehandelt. Wir müssen aufhören, die Querdenker als eine kritische Gruppe zu sehen, wie sie sich ja immer versuchen zu bezeichnen. Sie sind nicht kritisch. Sie glauben jeden Blödsinn. Von Nanobots in Impfungen über Chips, über Entwurmungsmittel. Ach, das Thema habe ich ja lang, breit und schmutzig hier überall behandelt.
In jedem Video kommt das ja fast vor. Sie glauben jeden Blödsinn und ist mit die naivste Menschengruppe in diesem Land. Sie sind nicht kritisch, sie sind einfach nur staatsfeindlich. Das müssen wir uns doch mal endlich merken. Und alle drei Gruppen reden im Übrigen auch davon, dass es eine Spaltung der Gesellschaft geben würde. Nein, die gibt es nicht. Die Gesellschaft, das Gros der Gesellschaft, hält ja durchaus zusammen. Wir teilen uns eine Rentenversorgung, wir teilen uns eine Krankenversicherung, wir teilen uns auch die soziale Hängematte, in die wir uns begeben können, sollten wir mal nicht imstande sein zu arbeiten, nämlich zum Beispiel Hartz IV oder Bürgergeld. Wohngeld wird auch von der Gemeinschaft bezahlt und so weiter und so fort. Die Gesellschaft, die hält zusammen. Nur gibt es halt einen Teil der Gesellschaft, wie Querdenker, Reichsbürger und einige AfD-Mitglieder ebenfalls, die der Meinung sind, sich von der Gesellschaft abspalten zu müssen. Das ist auch völlig okay, das könnt ihr ja machen. Ich muss dazu mal eine kleine Anekdote erzählen. Also mir ist vor kurzem hier der Zahn ausgefallen, das ist noch so ein Provisorium, was ich hier drin habe. Dieser Zahn, der hat sich von mir abgespalten, weil der wollte wohl nicht mehr. Das ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ey Zahn, ich habe keinen Bock mehr auf dich, geh mal. Sondern der Zahn hat sich von mir abgespalten. Also hören wir doch bitte auf, von einer Spaltung der Gesellschaft zu sprechen. Querdenker, Reichsbürger und AfDler, die spalten sich von der Restdemokratie ab. So und nicht anders, aber das macht sie natürlich nicht weniger gefährlich. Und auch da wieder Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Aber Angst haben muss man leider trotzdem vor diesen Menschen. Und jetzt möchte ich nur mal ganz kurz auflisten, das ist nämlich sehr, sehr interessant, wie ich finde, dazu muss ich aber ablesen, wie das Wahlverhalten, das Abstimmungsverhalten der AfD im deutschen Parlament denn eigentlich ist. Ist es denn überhaupt eine Alternative, habe ich mich gefragt. Ist es denn eine, die die Bürger wirklich unterstützen würde? Lass uns mal das Wahlverhalten, das Abstimmungsverhalten der AfD im Bundestag anschauen. Also ich habe mal eine Liste angedruckt, ne? Und da lese ich jetzt mal von ab. Höhere Freibeträge für Alleinerziehende. Abgelehnt durch die AfD. Es geht immer um die AfD. Grundrente für 1,3 Millionen Rentner. Abgelehnt. Streichung des Solidaritätszuschlages. Also das wäre eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger. Abgelehnt. Kinderbonus, 300 Euro je Kind, abgelehnt. Mehr Geld für Digitalpakt Schule, abgelehnt. Finanzielle Aufstockung des Kita-Ausbaus, abgelehnt. Mehr Investitionen in Ganztagsbetreuung, abgelehnt. Erhöhung der Mütterrente, abgelehnt. Erhöhung der Erwerbsminderungsrente, abgelehnt. So ein paar kommen noch, ich bin aber gleich fertig. Mehr Unterstützung für Corona-bedingter Pflegesituation, abgelehnt. Und jetzt kommen noch drei Punkte, wo die AfD ihre Zustimmung gegeben hat. Die sind sehr interessant. Arbeitslosengeld 1 abschaffen, sind sie nämlich dafür. Erhöhung des Rentenalters, sind sie dafür. Also später in Rente gehen, finden die gut. Und Steuerlast für Besserverdienende senken, sind sie dafür. Das ist die Partei des kleinen Mannes, oder? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Das war's schon, Leute. Ich möchte euch noch einen anderen Kanal empfehlen. Und zwar schaut euch doch mal Hey Wolfi an. Leicht zu finden über die YouTube-Suche. Ansonsten habe ich es euch unten verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Trinkt einen Wein auf mich und schönen Abend noch. Ciao. Frieden, Freiheit.